Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, vor allem an die Sächsische Landtagsfraktion unter Frau Petri, die uns großzügig eingeladen hat zu diesem absolut interessanten Vortragstag, muss man sagen, mit hochkarätigen Rednern, Vortragenden und Gästen aus der ganzen Republik. Frau Dr. Petri hat es eingangs schon gesagt, was uns in Deutschland fehlt, ist die Übung mit der direkten Demokratie. Und um dies üben zu können, müssen wir natürlich erstmal die Theorie beherrschen, eine Theorie, wie ich hoffe, wie wir alle hoffen, dass sie uns heute doch auch beigebracht wird. Denn dass direkte Demokratie nicht immer in unserem, sage ich mal, Wünsch dir was ausgehen kann, kann ich als erhoffener Bayer nur leidvoll sagen, als wir vor einigen Jahren an einem schönen Sommertag mit ganz geringer Wahlbeteiligung verhindert haben, dass wir heute noch in Gebäuden rauchen dürfen. Aber auch das ist zu akzeptieren, meine Damen und Herren, weil der Souverän hat gesprochen, das Volk. Und wir sollten mehr uns darauf zurückbesinnen, auf die Worte, was das Volk letztendlich uns zu sagen hat. Wir haben keine andere Möglichkeit als die direkte Demokratie, um diese Worte aufzufassen. Es wird uns nicht gelingen, nur alle 4 Jahre, wie Frau Dr. Petri bereits angesprochen hat, Parlamentarier zu wählen, die sich dann immer weiter entfernen werden von uns, ohne noch darauf zu hören, was letztendlich notwendig ist. In diesem Sinne wünsche ich im Namen des Bayerischen Landesverbands uns allen heute einen erfolgreichen Tag und danke recht herzlich für die Einladung.